Ja, hallo meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Final Fantasy Online. So, wir müssen mal ganz kurz in die City. Wir holen uns da ganz entspannt was für den Kopf. Und wenn wir das haben, müssen wir wieder zurück. Dann müssen wir den Dude sagen, von wegen, yo, hier, wir haben jetzt alles. Und jetzt ist das hier auf einmal so leer. War hier das Event gerade? Ah ne, ploppen jetzt nach und nach auf. Okay. Oder es war tatsächlich gerade ein Event und deshalb waren alle hier. Eigentlich. Jetzt so. Magier. Warum was für den Kopf? Eigentlich das bei Intelligenz plus 1 und Willenskraft plus 1. Nehmen wir jetzt ganz entspannt auch. Ach so, weil ich wahrscheinlich noch. So, perfekt. Ach, jetzt ist ja auch wieder voll. Jetzt ist es wieder voll. Alles klar. Okay, da hat man eigentlich bis auf Kopf hat man ja alles, ne? Hat ja auch neue Rüstung, die habe ich ganz vergessen mal mit anzulegen. War ich jetzt auch leider Gottes ein bisschen Brain AFK. Also, das Spiel ist riesengroß, ja. Nur so nebenbei. Muss ich ja leider mal mit. Also, was heißt leider? Muss ich mal mit betonen. Aber dann hätten sie doch wenigstens. Die einfach nur dastehen lassen mit Text, aber wenn da nebenbei, wenn da noch sich die Lippen bewegen, dann erwarte ich auch, dass wenigstens irgendwie eine Kleinigkeit rauskommt. Ja, klar, also hätte man das jetzt wirklich noch machen wollen. Dann wäre das Spiel utopisch groß geworden und dann wärst du wahrscheinlich mit einem Zehner im Monat oder die ganzen DLCs, die dann jetzt natürlich gekommen sind, mit so mal 20, 30 Euro, hast du wahrscheinlich nicht im Spiel, wo ich schon sagen muss, es ist schon frech, ja, also bin ich ganz ehrlich. Das Hauptspiel ein Zehner und dann nochmal, was war es, 39 Euro oder so nochmal für ein DLC. Ist schon ein gutes Stück, ja. Hm.
Ich glaube, wir müssen noch irgendwie eins runter, kann das sein? Automatische Stufenanpassung. Sehr gut. Ich bin die Welle, die mich auf dem Rücken trägt. Ich bin der Wind, der Gischt auf alle Wellen schlägt. Ich bin die tausend Sterne hoch am Firmament. Das Morgenrot, dem Meer geboren, bis es mich im Tod umfängt. Das Requiem der Seeleute. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt. Das ist das Leben in den Augen der Limsa. Sie beten für die Fischer, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zum Meer zurückfinden mögen. Lass mich raten, du bist diese Abenteurerin, die sich seit kurzem bei dem Sommerfurthöfen aufhält? Hm? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oder vielleicht doch nicht? Betonung. Ja, das ist da, kann man doch mit... Diese Schwankungen und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer, mit dem hier werden wir schon fertig. Toll, die eine mit einem Ast, die andere mit einem Buch. Warum kann ich die eigentlich nicht aktivieren? Muss ich dazu erst das Ding aktivieren? Ach! Okay, Jungs, Mädels, ich weiß jetzt schon, dass wir wahrscheinlich auf einen anderen Charakter umsteigen müssen. Weil das hier wahrscheinlich ein Charakter ist, mit dem ich absolut nicht zurechtkommen werde. Weil, nee, das ist absolut gar nichts für mich. Also so gar nicht. Da müssen wir definitiv auf einen anderen Charakter umsteigen. Werde ich, denke ich, mal in der nächsten Folge machen, dass ich dann von dem mal weggehe. Das ist, nee, irgendwie absolut nicht meins. Also es fühlt sich für mich nicht so nach Spielspaß und Freude an. Ich mag das per se auch gar nicht.
wenn ich erst noch ein anderes Tier beschwören muss, damit ich dann wieder andere Fähigkeiten einsetzen kann, das... Nee. Da gab es schon andere MMOs, wo ich das nicht so pralle fand. Wo ich mich dann, naja, abgewendet habe, beziehungsweise mir dann auch wieder einen anderen Charakter gezogen habe. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Bist du wieder bei dir? Wie ich es mir dachte, sie war von einem fremden Willen gelenkt. Sieh mal, was im Rücken der Gubu steckte. Ein Seilermesser. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Oder Piraten. Und du, bist du wieder bei Kräften? Du hast wohl einen Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Ein riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Oder kann es sein, dass ich hier genau der Richtigen begegnet bin?
Ich muss noch etwas erledigen. Dein Auftraggeber sollte sich vorsehen. Zeig ihm das Messer und sag ihm, dass Piraten hinter dem Vorfall stecken dürften. Bald ist es vorbei mit der Ruhe. Durch die Führung des Kristalls werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Also, storytechnisch ist es ja schon übertrieben geil, ja. Also, es wäre schade, wenn ich jetzt echt aufhören müsste, aber wie gesagt, das hier mit dem zweiten, das passt mir irgendwie nicht so. Ich muss den beschwören, dann kann ich die einsetzen, dann kann ich irgendwann mal auch das Ding... Ach, nee. Das ist wirklich gar nichts für mich. Nehmt mir das auch echt nicht übel. Aber wir müssen in der nächsten Folge müssen wir definitiv einen anderen Charakter nehmen. Ich überlege ja schon, ich habe ja noch einen Charakter davor erstellt, der ja Level 7 oder 8 ist, aber der spielt halt komplett woanders. Wenn, dann hätte ich vielleicht auch dieselbe Gegend nochmal genommen. In der Hoffnung, dass es auch von der Story her genau das gleiche ist. Ja, ist es aber, glaube ich, nicht. Also zum Schluss hin bewegt sich alles auf dieselbe Story hin. Weil ich glaube, die Anfangsstorys sind, glaube ich, unterschiedlich. Aber da müsste ich halt auch echt lügen. Weiß ich gerade gar nicht so hundertprozentig. Glaube ich verlaufen. Ja, ich bin aus Versehen nach rechts abgebogen, obwohl ich hätte links gemusst. Ja. Einmal direkt drumherum gelaufen. Naja, egal. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, das hier ist hätte auch nur ein Support-Spieler, ja. Gar nicht meins. Okay, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier schon die Folge. Machen wir jetzt einfach mal fertig. Ich überlege, wollen wir noch mal ganz kurz gucken? Wir gucken mal. Wir brauchen definitiv einen anderen Charakter. Das Problem ist, ich werde es offstream, also wir werden das nicht gemeinsam bis hin spielen. Aber... Gladiator Stufe 10, okay. Auf Light habe ich auch 2. Achso, das werden die 2 sein wahrscheinlich, okay. Aussehen des Charakters laden. Jetzt muss ich mal gucken, was da gespeichert ist. Das würde mich tatsächlich mal ganz kurz interessieren. Okay, niedlich, werden wir so lassen. Stimme die Schutzgottheit deines Charakters. Ach so, die Schutzgottheit. Entschuldigung.
Was habe ich eigentlich für einen Charakter genommen? Komet und Zerstörung finde ich super. So, wir hatten... Welchen hatten wir denn genommen? Den hatten wir genommen. Ich würde aber vielleicht doch den Ruinen. Landwirtschaft. Matrizen. Ach Gottes Willen. Ich glaube, ich weiß sogar, in welcher Gegend wir anfangen. Geht's doch um Regeneration. Ach, ich weiß nicht. Oder wir gehen doch auf Weitläufer. Leicht, warum leicht bekleidet? Ich verstehe es nicht. Ich wirklich. Warte mal, die hat man, ne? Vom Aussehen her kommt das nämlich der hin, dass wir die hatten. Wesen sind in drei Gefährten. Genau, wir haben die genommen, aber ich wollte eigentlich, glaube ich, den nehmen. Auf ganz entspannte Basis. Olme? So. Gehen wir da rein? Ich werde das mit euch zusammen machen. Ja, werden wir abbrechen, werden warten. Ich sage auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung, den werde ich einfach mal... Ich möchte ihn gerne eigentlich löschen. Lässt sich der nicht löschen? Achso. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir den neuen Char ausprobieren. Das heißt ausprobieren in der Hoffnung, dass der dementsprechend auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Wir werden sehen, wir werden gucken. Oder ich spiele schon bis hin. Ich gucke mal rein, was die Story macht. Der Anfang ist ja immer gleich. Wie es hinterher aussieht, wo wir da landen. Und sollte es doch sein, dass es eine andere Story ist, würde ich mich nochmal einklinken. Dann könnten wir uns das angucken. Sollte es dasselbe sein, würde ich halt einfach nochmal bis Level 8 weg spielen. Und dann schauen wir weiter. Alles klar. Ich sag tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.